Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Vorstellungsvideo. Und zwar gibt es jetzt seit kurzem den Battle.net Client in der Open Beta. Das heißt, jeder kann mal rumtesten, wie er möchte. Mir war es leider nicht vergönnt, vorher in die Closed Beta reinzukommen. Von daher kommt das jetzt relativ spät hier. Aber nichtsdestotrotz. Falls ihr euch sagt, ich habe keine Lust, mir das mal irgendwie anzugucken oder so, macht es. Also das ist echt eine coole Sache. Ich zeige euch das einmal kurz. Und zwar startet ihr den halt, müsst dann am Anfang eure Accountdaten eingeben und so weiter und so fort. Und dann checkt ihr schon ab, was für Spiele ihr installiert habt. Und ja, wie wir hier sehen, der arbeitet gerade. Wenn ihr hier auf diesen Reiter klickt, dann seht ihr halt, ja, je nachdem, was für WoW-Accounts ihr habt. Wenn ich jetzt noch einen Cataclysm hätte, einen Cataclysm-Account, dann würdet ihr den auch noch anzeigen. Hier haben wir halt einmal nur den PTR und einmal den normalen Mist auf Pandaria. Das heißt, wenn ich den jetzt hier anklicke, geht der halt auf diese PTR-Seite und man sieht, der lädt hier runter. Das kann man alles in den Optionen einstellen. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Jedenfalls aktualisiert der die Spiele, sobald ihr den Client startet. Und ja, das ist eine coole Sache. Ihr könnt, wie gesagt, den Account auswählen, mit dem ihr spielen wollt. Wenn ihr mehrere habt, stehen da natürlich auch noch mehrere Accounts. Ich habe jetzt nur den einen. Ja, genauso wie bei Diablo, da könnt ihr hier die Region auswählen. Beziehungsweise der würde jetzt auch, wenn es einen neuen Patch geben würde, den auch runterladen. Würde dann auch hier mit so einem Balken gekennzeichnet sein. Hier genau dasselbe bei StarCraft. Ja, ich weiß es nicht, wie das mit älteren Spielen ist. Also ich habe Diablo 2 auch drauf, aber die packt er hier nicht rein. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht später noch geht, aber momentan ist das nicht der Fall. So, gucken wir uns einmal hier die Einstellungen an. Da haben wir einmal im Allgemeinen, da habe ich einen Haken rausgemacht, das mag ich nicht, wenn die Programme direkt starten mit dem Rechner, wenn man den Rechner hochfährt, weil das verlangsamt den Start immer und so. Ja, hier könnte halt einstehen, dieses, was man vorhin auch gesehen hat, hier unten rechts in der Ecke, dieses Benachrichtigungsfeld, wo das auftauchen soll, die Sprache natürlich. Und was passieren soll, wenn ihr den Client schließt, das heißt, wenn ihr hier auf X drückt, ob der schließen soll oder wie ich es eingestellt habe, der minimiert sich einfach hier unten rechts auf die ja, Taskleiste in den Infobereich, sag ich jetzt mal, zumindest bei Windows 7. Ja, Installation und Updates. Bei Installation automatisch eine Desktop-Verknüpfung erstellen, habe ich jetzt mal rausgemacht, weil ja, ich brauche nur das eine Icon und von da aus kann ich alles starten. Hier kann man dann halt auswählen, wo die Spiele gespeichert werden sollen. Und hier manuell auch noch, welche Updates gemacht werden sollen, beziehungsweise was automatisch geupdatet werden muss, soll und so weiter. Vorspieleinstellungen, ja, kann man hier alles zurücksetzen, so weiter und so fort. Soll uns nicht so interessieren. Hier gibt es noch Neuigkeiten. Da kann man auch die Spiele auswählen. Ich will nur WoW haben. Dann hat man hier die Sachen, die vorher auch schon in dem normalen Launcher waren, quasi, beziehungsweise auch noch ein bisschen mehr, glaube ich. Oder hier, mich interessiert Diablo gerade. Ah ja, sehr cool. Und dann kann man sich das hier angucken. Ist eine coole Sache, wie ich finde. Was auch cool ist, ist dieses Feld hier. Das ist das Freundefeld. Momentan kann man da noch nicht chatten. Irgendwann wird man dann einfach hier doppelklicken können oder was weiß ich. Und dann halt auch auf dem Desktop mit den Battle.net-Freunden chatten können. Hier kann man, wie gesagt, auch ein bisschen hin und her, so ein bisschen Werbung und so, aber das ist nicht so das Problem.
Ja, die Sache ist, ihr gebt halt einmal eure Accountdaten ein, könnt dann hier, wie ich schon erwähnt hatte, den Account auswählen und dann klickt ihr einfach auf Spielen. Und wie wir gleich sehen werden, hoffe ich, genau, da startet der WoW, zack, Verbindung wird aufgebaut, Erfolg und dann sind wir im Spiel drin. So einfach geht das, das ist ziemlich praktisch, wie ich finde. Ihr müsst nicht ständig die Daten nur eingeben. Wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel man hat einen Disconnect oder so, oder das Spiel stürzt ab, ihr klickt einfach auf Spielen und weiter geht's. Und genauso ist es halt auch bei den anderen Spielen. Wenn ich jetzt mal Diablo nehme, da möchte ich jetzt mal spielen, dann startet der mir hier Diablo. Sieht man schön, Diablo 3. Lädt dann ein bisschen, als wenn ich halt doppelklicken würde. Das ist halt, nur man muss halt nicht ständig die Account-Daten eingeben. Das ist das Praktische. Irgendwie will er nicht. Ach, geht doch. Und wie gesagt, man kann halt einstellen, wie die ganzen Updates gezogen werden sollen. Genau. Wenn ihr das nicht möchtet, dann kann man das natürlich auch ausmachen. Ich finde es ganz cool, weil man das halt alles so unter einem Punkt, sag ich jetzt mal, vereint hat. Ja, wie gesagt, hier direkt eingeloggt. Bei StarCraft wäre es genau dasselbe. Ja, ansonsten, wie gesagt, Open Beta, den Link zum Download. Von da sieht man es schön. Das kann man halt einstellen, wo das jetzt auftauchen soll. Ich habe es unten rechts gelassen. Ja, der Link zum Download ist in der Videobeschreibung und ansonsten guckt es euch an. Ich finde es echt ziemlich cool. Ja, ich weiß nicht, ob der irgendwann Pflicht wird. Ich denke aber eher nicht. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.